Die Situation zwischen Rodriguez und Lewandowski auf den ersten Blick sieht man eigentlich gar nichts. Und dann kommt die Zeitlupe, die einiges erhält. Wolfi, sag du mal aus neutraler Position, wie du es gesehen hast. Schau unten auf den Fuß. Ja, kann man, also ist, würde ich Herrn Watzke recht geben, ist elfmetriger als die erste Szene. Aber das Blöde für Borussia Dortmund, man kann jetzt langsam an böse Geister glauben, weil gegen Arsenal auch eine Szene, quasi mit dem Schlusspfiff, wo es auch hätte Elfmeter, wo man auch hätte Elfmeter geben können. Drei kann, aber muss nicht Entscheidungen, dreimal gegen den BVB. Ist ja vorbei. Es ist aber schön für die Sendung, aber es bringt nichts mehr, sollten wir abhaken und aber Sie nach vorne schon noch ein bisschen, ne, oder? Ja, ich hasse das zu verlieren, das ist aber normal. Das geht mir alles genauso. Also, dass wir darüber diskutieren können, ist ja schön und gut, aber wenn wir die Niederlage daran festmachen, also dann ist es ganz verkehrt. Deswegen werden wir das auch chronologisch aufarbeiten. Natürlich kann der BVB auch irgendwann das 2-0 machen, aber wenn wir uns genau das anschauen, das Spiel, wir hätten auch vorher schon 1 oder 2-0 in Führung gehen können. Also das ist bisher noch ein bisschen kurz gekommen. Nö. Ich glaube, einer in der Runde hat sogar vorhin gesagt, nee, das war ich, Sie hätten 2-0 machen können, habe ich gesagt. BVB. Ja. Ja, stimmt, doch. Sie haben ach, Klaus, richtig. Ja, also, ich nehme alles zurück. Danke, nehme alles zurück. Danke, ja. Danke. Sonntagmorgen ist ein bisschen früh. Also, unterm Strich einigen wir uns darauf, dass die Elfmeterentscheidungen hätten andersherum getroffen werden können. Und dass Jürgen Klopp, der Trainer des BVB, sich auf der Pressekonferenz natürlich dazu geäußert hat, aber sehr nobel. Herr Drees hat früher, als ich Mainz Trainer war, viele Freundschaftsspiele von uns gepfiffen, weil er uns in der Bundesliga nicht pfeifen durfte, weil er ja aus der Gegend kommt. Und ich weiß nicht, ob wir seitdem schon mal einen Punkt geholt haben, wenn er dabei war. Wahrscheinlich schon, aber das lag dann bestimmt auch nicht an den Entscheidungen. Hätten Sie gedacht, dass Ihr Trainer sich so zurücknehmen kann? Der wilde Jürgen? Nee, das ist nicht der wilde Jürgen. Das ist ja... Man muss jetzt aufpassen, dass man den Jürgen Klopp nicht immer versucht, in den Fokus zu rücken. Zum Beispiel der Dieter Hecking, den ich total schätze. Toller Trainer, auch ein toller Typ so. Aber beim ersten Foul von Bender, da springt er wie von einer Tarantel gestochen auf, fordert beim vierten die gelbe Karte für Manni. Das passiert schon mal. Es ist aber falsch, jetzt immer nur auf Jürgen Klopp und Jürgen Klopp zu gucken. Das macht jeder Trainer mal. Du bist als Trainer massiv unter Druck. Und das kommt vor. Und ich finde, dass er sich gestern da sehr, sehr gut geäußert hat. Und ja, das ist schon gut. Jürgen Klopp hat auch sehr viel Lob bekommen von Walter Straten, der bei uns in der Runde sitzt heute in seiner Kolumne in Bild am Sonntag. Walter, was hat dir dabei imponiert? Ich muss ja zugeben, wir hatten mit einer anderen Reaktion gerechnet. Wir hatten schon so von Schlagzeilen geträumt, Klopp tobt, wütet, irgendwas. Schon eine Schublade liegen gehabt. Ja, da macht man auf und... Da ist er ja auch immer ganz dankbar. Nein, ich fand es in dem Moment, man merkt ja im Interview bei den Kollegen von Sky, wie er mit den Worten rang und kämpfte. Und er hat sich schließlich für eine Kritik, aber eine softe Kritik und eine reguläre Kritik entschieden. Das war aus seiner Sicht, glaube ich, ganz klug. Und ich weiß nicht, ob er sich jetzt geändert hat oder ob ihm die UEFA-Sperre ein bisschen doch tiefer getroffen hat und er jetzt sich da ein bisschen zurücknimmt. Man hatte zumindest den Eindruck, er war doch ein bisschen zurückgenommener, zurückhaltender. Er wusste, dass ihr auf die Schublade wartet. Ja. Aber wir haben viele Schubladen. Aber irgendwie, Aki, ist es ja immer wieder dieses Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp mit Schiedsrichter Drees. Nach dem Spiel gestern auch, wir schauen auf die Bilder, da war Jürgen Klopp dann auch sehr zurückgenommen, ging auf den Unparteiischen zu, schwupps, erstmal nimmt er einen Spieler beiseite, der sich aufgeregt hat und dann, das Tolle ist, dann reicht der Schiedsrichter Drees die Hand und damit war die Sache erst einmal für die Fernsehkameras erledigt. So weit, so gut. Zum Hintergrund muss man allerdings wissen, der Herr Drees war auch der Mann, der im letzten Saisonspiel das Tor von Dortmund gegen Hoffenheim zunächst gegeben hatte, dann zurückgenommen hatte. War alles richtig übrigens, Hoffenheim ist dadurch aber nicht abgestiegen. Und derselbe Joachim Drees war auch der Mann, der vor 5 Jahren ein Spiel HSV gegen Dortmund gepfiffen hat. Wollen wir mal auf die Bilder schauen. Guck mal nach Spielende. Duplizität der Ereignisse, auch da lief Jürgen Klopp sofort zu Herrn Drees. Spieler weg, siehst du? Ja, so. Und dann. Ne? Da
Dann aber ohne Handschlag weg. Ha? Und was war die Folge damals? Will ich unsere Zuschauer in Erinnerung rufen. Damals bekam Jürgen Klopp 12.000 Euro Geldstrafe für die Nummer. Hat er gelernt? Ja, ist auch sparsam. Er ist, Die zahlt doch eh der BVB, oder nicht? Nein. Jürgen zahlt seine Strafen schon selbst, aber er ist ja nun mal Schwabe und von daher auch ein bisschen ökonomisch durchaus defensiv eingestellt und das ist auch gut so. Und ne, hat er sich das vielleicht überlegt gestern, aber nein, ich glaube auch insgesamt gesehen, hat er natürlich, kann das ja nicht mehr mit vor 5 Jahren vergleichen. Er hat ja heute eine ganz andere Strahlkraft. Es gibt ja kaum jemanden, ich bewundere ihn dafür, wie er das aushält, wenn man das erlebt, was ein Hype um ihn herum passiert, auch wenn er in ganz normalen, alltäglichen Szenen sieht. Der hat ja gar kein normales Leben mehr und dafür ist das schon noch top. Thomas, wie würdest du das bewerten? Musste Jürgen Klopp sich gestern sehr zurücknehmen, um so zu reagieren, wie er reagiert hat? Naja, wir wissen ja gar nicht, was er zum Schiri gesagt hat. Jetzt warte erst mal. Also, was im Bericht steht. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber ich finde das sowieso übertrieben, auch vor 5 Jahren, diese Geschichte. Wenn du dann nach dem Spiel zum Schiedsrichter hingehst und sagst ihm irgendwas, da appelliere ich auch wieder mal, diese Kommunikation zwischen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern, die ist einfach verbesserungswürdig. Ne? Das ja. passiert dann einfach in dem Moment. Jürgen hat gestern, glaube ich, auch seine Spieler einfach schützen wollen, die da weggeholt, hat er auch hinterher gesagt. Und Schiedsrichter sollte einfach mal weghören. Es kriegt ja eh keiner mit, was die beiden da sprechen. Nee. Ich wollte das auch gar nicht. Zwei Wochen ein Schleudertrauma, ne? Nee. Reinhard, vor 5 Jahren. Nee, hast recht. Ich wollte ihm auch jetzt nicht unterstellen, dass er da gestern irgendwas gesagt hat, aber das gehört auch mal, wie du sagst, auch dazu. Das ist so nach dem Spiel und weiß doch keiner von uns, was die beiden da beratschlagen oder auch nicht. Und selbst wenn er sagt, du bist ein Blinder, du hast schlecht gepfiffen, ja, ist es aber so. Es fällt auf, dass es immer wieder das Aufeinandertreffen von Herrn Drees mit Borussia Dortmund ist. Ja, aber das haben Sie mal vor zu sagen, liebe DFL, der DFB, setze die Schiedsrichter ein, macht mal ein bisschen defensiver? Wenn er es tut, haben wir nichts dagegen, aber wir würden es nicht machen. Nein, das ist ja nicht in Ordnung. Ja. Aber Sie würden nichts dagegen haben, wenn der DFB bei der Ansetzung jetzt mal darauf achtet, Herrn Drees ein bisschen auf andere Spiele zu setzen. Ja, jetzt den Jochen Drees auch unter Druck. Wenn er jetzt das nächste Spiel in absehbarer Zeit für den BVB pfeift, dann hat er ja gleich das Problem, dass alle mit Argusaugen wieder gucken. Also ich gehe davon aus, dass man das vielleicht auch da vom DFB-seitig ein bisschen diplomatisch handhabt. Aber wir haben gegen die Person Drees gibt es keine Vorwahl.